Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, hier zu Icarus. Ja, Story ist einfach, ein vom Menschen geschaffener oder umgewandelter Planet sollte eine zweite Erde werden. Für die Tiere ist dieser Planet wirklich eine zweite Erde, für den Menschen ist er absolut giftig und nicht lebensfähig ohne Atemausrüstung, sprich ohne Raumanzug. Ansonsten ist alles wie auf der Erde. Ihr fangt hier mit einfachen Mitteln an zu überleben. Pfeil und Bogen, Axt etc. Und könnt dann hier im Skillbaum euren Charakter oder eure Eigenschaften skillen. Ihr habt Talentpunkte für verschiedene Sachen oder ihr habt eben euren Levelbaum. Und das geht dann immer weiter und irgendwann seid ihr dann, naja, in der Gegenwart vielleicht wieder mal angekommen. Das ist so das grobe Konzept. Es gibt Missionen, die sind zeitlich begrenzt. Schafft ihr es zu eurem Shuttle zurück, fliegt euer Shuttle mit euch zurück zur Raumstation und euer Fortschritt bleibt erhalten. Schafft ihr es nicht, fliegt euer Shuttle ohne euch und ihr bleibt auf dem Planeten zurück. Ob ihr dann weiterhin überleben könnt, ob das Spiel so ausgerichtet ist, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ihr dann mit diesem Fortschritt hier unten weiter agieren müsst, weil es kann euch keiner helfen. Die Shuttle sind immer nur für eine Person ausgelegt und es wird keiner runterkommen und mit euch tauschen. So ist das grobe Konzept. Ja. Deswegen rechtzeitig zurück am Shuttle sein, immer den Timer im Auge behalten und dann läuft das. So. Hier haben wir wieder Weizen oder sowas. Jawohl. Weizen. Funktioniert das eigentlich? Oh, das funktioniert. Schnell zurück, bevor die Piranhas kommen. Hier gibt es nämlich auch Piranhas. Das ist, ja, die fressen euch jetzt nicht gleich auf, aber die machen natürlich trotzdem Schaden. Was kann ich mit dem machen hier? Roh essen möchte ich dich eigentlich nicht. Hier, nimm mal den Sauerstoff, mein Guter. Ja. Nimm mal den Sauerstoff. Wir haben ja extra geholt. Weißt du Bescheid. So. Ja. Schauen wir einfach mal weiter. Also das hat funktioniert. Das mit dem Pfeil und Bogen funktioniert allgemein sehr gut, finde ich. Ich nehme mal hier so ein paar Blümchen mit einfach. Wir werden doch jetzt mal ein paar Blümchen einfach einsammeln, pauschal. Dann haben wir da immer was da. Ja. Ja, ich wollte ja gerne mal hier um den See einmal rum. Na, dass wir mal sehen, was hier so ist. Und dann schauen wir weiter. Also die Tiere gehen auch ins Wasser, durchs Wasser. Die Wölfe, die Füchse etc. Da müsst ihr also aufpassen. Und ihr müsst aufpassen, wo ein Wolf ist, ist auch noch mindestens ein zweiter. Meistens vielleicht auch ein dritter. Ja, Yetis habe ich hier noch nicht gesehen, falls da einer die Frage hat. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, ich habe das von Anfang an natürlich hier erklärt, wie wir gelandet sind, was wir gemacht haben, wie es vielleicht Sinn macht, den Forschungsbaum anzugehen. Ja, wir haben eine einfache Unterkunft, eine sehr einfache Unterkunft, sage ich mal, um auch, Riesenfisch ist das, um natürlich auch unsere Entwicklungspunkte, Forschungspunkte zu sparen, wenn wir aufsteigen. So, was haben wir dann eigentlich hier Schönes? Aluminium. Bräuchte ich jetzt eigentlich nicht, das können wir uns drum kümmern, wenn es soweit ist. Und ja. Sehr schön. Und hier haben wir wieder Oxid, unseren Sauerstoff, den wir brauchen. Ja, wie gesagt, ganz so prickelnd finde ich es nicht, wie die Steine hier abgebaut werden. Weil dann eben solche kleinen Ecken hier übrig bleiben und die muss man dann treffen. Aber naja,
Und damit sind wir, glaube ich, Level 7. Das heißt, wir haben wieder Punkte für den Forschungsbaum und für den Talentbaum. Und da schauen wir einfach mal. So, was war das eigentlich hier? Wieder Weizen? Ja. Okay. Gut, ich schaue mal ganz kurz in mein Inventar. Wir können das mal halbieren. Und dann mal konsumieren. Das tun wir hier runter. Das tue ich hier daneben. Das kommt hier hin, das kommt hier hin. Was sind das eigentlich? Knochen? Guck mal hier hin. Weizen, Steine. Läuft. Mehr oder weniger. So, hier haben wir wieder ein paar Bären. Das ist immer gut. So, wo sind wir denn eigentlich jetzt? Wir sind jetzt hier. Ach, wir sind schon da hinten. Okay. Dann haben wir ja schon die Hälfte rum. Krass. Wie sieht es mit Essen dringend aus? Sieht eigentlich ganz gut aus. Sauerstoff wird auch aufgefüllt. Läuft. Würde ich sagen. Läuft wirklich. So. Ich möchte hier mal durch, bitte, danke. Also momentan gibt es ja auch keine Probleme mit Sauerstoff. Ich hatte erst gedacht, wir kommen vielleicht ein bisschen in Schwierigkeiten. Am Anfang kriegt man auch, oder ist das Problem das Essen? Ihr müsst einfach Tiere töten, das ist einfach so. Da kommt ihr am besten. Im Wasser aufpassen, gibt Piranhas. Und ja, was ist das hier unten? Haben wir hier einen Sauerstoff-Timer? Sehe ich da irgendwas? Nee. Kann ich hier hoch? Ja. Hätte es sein können, hier gibt es einen Schatz. Schatz im Silbersee. Aber schönes, klares Wasser. Was ist das Schönes? Kupfer. Wahnsinn. Sieht richtig gut aus. Und der kommt eben hier von die Berge, ne? Das würde mich eigentlich mal reizen, dem zu folgen. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Wir folgen dem mal. Momentan sehe ich auch keine... Hier könnte man natürlich auch bauen, ne? Hier kommen keine Wölfe hin. Obwohl, oh ja, die können ja schwimmen. Habe ich ja vorhin gerade gesagt. Haha. Bären habe ich noch keine gesehen. Was ist das? Eisenerz. Okay. Heißt aber nicht, dass es keine gibt. Ich glaube, Bären gibt es schon. Die Lori ist ja mal die von dem Macher hier dieses Spiels. Die Community Managerin ist das. Die ist ja mal von dem Bär gejagt worden. Hat ihn irgendwo aufgestöbert und hat ihn zu Dean gebracht. Ja, ich höre hier einen Wolf irgendwo. Das könnte der dort oben sein. Da hinten. Ja. Hat er uns gesehen? Nee. Okay. Schön langsam, dass wir uns nicht die Gräten brechen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal hier nach dem Rechten. Oh, sehr schön. Und ich würde sagen, wir essen einfach mal was. Ach, nehmen wir den auch noch. Was soll das jetzt? Ja, unser Fisch wird es wohl nicht überleben, glaube ich, bis wir zurück sind. Aber dann ist das so. Ja, wie gesagt, ich wollte gern mal hier hinten schauen. Also landschaftlich kann man nichts anderes sagen. Was mich ein bisschen stört, ist das hier. Aber ich glaube, das muss ich in der Einstellung mal... verändern allgemein. Settings. Ich habe das aber eigentlich auf 100. Und das Sichtfeld habe ich auch auf 110. Trotzdem kann sein, dass es wegen dem Test etwas gedrosselt ist für alle. Aber ich hoffe, dass das nicht so bleibt. Denn ich möchte schon, sage ich mal, bis zu dem Baum möchte ich schon alles scharf sehen wollen. Und ich glaube, dass es mein Rechner auch hinkriegt.
So, muss ich jetzt runterstellen? Ah, herrlich, eine Dusche am Morgen. Ja, schön gemacht. Schön gemacht. Hier haben wir natürlich wieder. Ja, ich kann es eigentlich nicht stehen lassen, ne? Wäre schade drum. Naja, das nehmen wir jetzt noch mit, aber wir sind dann eigentlich auch gut voll. Ich muss noch mal ganz kurz schauen. Also für einen haben wir noch Platz. Ach, die ist kaputt. Okay, dann muss ich mal, glaube ich, hier so tun, also. So. Ja, letzte Folge, wer es gesehen hat, da ist mir öfters mal der Bogen ausgerutscht. Und das waren echte Killer-Sequenzen. Oh, was macht denn der hier, wenn ich hier drauf falle? Nichts, okay. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 36, nee, das reicht. Ich muss da jetzt nichts weiter mitnehmen. Also ich komme ja auch super mit Pfeil und Bogen klar, erstaunlicherweise hätte ich das nicht so gedacht. Mit... Oh wow. Halleluja. Wo ist denn der? Der war doch da vorne. Sucht er sich einen anderen Weg? Gibt es einen anderen Weg? Ich glaube nicht. Wow! Oh, dieses Mistvieh! Nein! Lauf doch mal bitte! Nein, bitte nicht! Der ist hinter mir. Was macht denn der? Drückt er mich runter? Warte mal. Wenn du das so willst. Also wer die will, der hat schon. Der ist Bescheid. Warte mal, geh mal raus hier. Wow, Alter, ey, muss es sein? Also ertrinken tun wir schon mal nicht, das ist ja schon mal super. Na klar, wir haben ja auch, das war ein Denkfehler, wir haben natürlich auch einen Anzug an, ganz klar, wir können ja gar nicht. Aber Halleluja. Nein! Oh nee, hört auf! Doch nicht alles, was ich dabei hatte! Nein! Mensch, ich bin schon im Wasser geblieben, dass ich hier niemanden pulle. Ach, weste. Unser schöner Vorrat. Also ich hoffe, dass dann im Vorrat nicht immer weg ist. Also, aber es wird wohl so werden. Och nö. Tut es Not, dass das immer alles weg ist? Hm. Ich krieg die Krise hier, ehrlich. Was macht denn hier unsere Bettrolle? Die ist noch da. Sehr gut. Wow, ey. Okay, dann gehen wir Zeug einsammeln, dann ist es so. Ja. Da war der so schnell, der stand auf einmal hinter uns. Krasse Geschichte. Aber heftig, da wollte er nicht hinterherkommen und dann ist er rumgelaufen. Heftige Sache.
Also man stirbt hier ziemlich schnell. Das ist auch bewiesen. Ja, mit dem Nachwachsen weiß ich nicht so genau. Also das, was wir bis jetzt in den 2 Tagen abgeholzt haben hier, ist bis jetzt noch nichts wieder nachgespawnt. Dann ist das so, ne? Okay. Mann. Ich war froh, dass ich den besiegt hatte. Also ich glaube, man muss hier wahrscheinlich mehr die Beine am Anfang in die Hand nehmen. Weil irgendwie immer einer dazu stößt. Um das mal so zu sagen. Ja, den einen schafft man. Oder man braucht irgendwie etwas, womit man sich schneller oben hält. Also Fleisch wäre ja eine ideale Sache. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob unser Lebensbalken immer ein bisschen weniger wird. So, Kräften. Wie viel kriegen wir? Maximum. Machen wir. Ja. Ja, so viel brauche ich eigentlich nicht. Wir machen 5. Und ich mache nochmal einen Speer. Wahnsinn. Wie gesagt, sie ist ja nie alleine, ne? Nie alleine. Okay. Ich würde mal schauen, wo er ist. Da ist er. So. Wie gesagt, wir haben hier so eine Art Piranhas oder sowas. Da müsst ihr aufpassen, ne? Habt doch gesehen, der hat mich 2-mal erwischt, der Piranha. So, ich habe irgendwas gehört. Oh, wir haben keine Pfeile mehr. Mal gucken, ob wir welche machen können. Das sieht gut aus. Ich hatte doch gerade hier so ein Piranha-Fisch. Ja. Gut. Schauen wir mal hier rein. Also wir haben Pfeile, wir haben Fleisch, wir haben Fisch, wir haben Sauerstoff. Ja, so geht es uns eigentlich ganz gut. Ne? Wir haben davon was und davon was. Alles sehr schön. Ja, das kommt hoch. Das will ich hier hin haben und das kommt dahin. Sehr gut. Mhm. Gut, wir brauchen Steine. Steine müssen wir einsammeln. Ich nehme jetzt die Kräuter hier einfach mal mit. Ich habe keine Ahnung, inwiefern wir die brauchen oder nicht. Wir haben wieder Mais.
So, ich hoffe, hier kommt keiner. Ich mache aber schnell über Pfeile. So, da haben wir, das haben wir auch. Sehr gut. Dann kommt das hier runter. Das kommt hier hin. Ja, läuft. Ja, mit dem Pfeil zu arbeiten ist eigentlich, Pfeil und Bogen ist eigentlich am schönsten. Oh, was haben wir? Okay, kleinere Schauer, das ist okay. Oh, hier ist Sauerstoff. Kann man den Bogen irgendwie entspannen? Nicht wirklich, ne? Ja, keine Ahnung, wo der hinging. Schade, dass man immer sein ganzes Inventar verliert. Das ist nicht ganz so prickelnd. So. Okay, das tun wir hier hin. Steine tun wir da hin. Läuft. Sehr gut. Okay, wir haben Unwetter, kein Problem. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Wir machen trotzdem hier weiter und schauen uns das weiter an. Ich hoffe, dass das kein Problem ist. So, das müsste wieder Kupfer sein. Hier gibt es was zu essen. So, wie sieht es denn aus? Wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier. Also irgendwo hier sind wir gestorben. Da war also der Bär, den haben wir gekriegt. Aber der kleine Wolf hat uns... Was ist denn das hier eigentlich? Okay. Ach, das war das Wasser. Ich habe gedacht, das ist... okay. Wow! Krass, habt ihr das gesehen? Was für eine Animation. Wow. Ist irgendwo ein Tier? Nee. Sehr schön. Echt sehr schön. Also Essen ist an sich auch kein Problem. Man hätte hier Fisch mit Pfeil und Bogen. Man muss es nur freischalten. Wie gesagt, wenn man die Reihenfolge nimmt, wie ich es freigeschalten habe, muss jeder für sich selber wissen. Ich habe es so gemacht. Und ich bin damit auch gut gefahren. Bis auf eben die Tierchen, die das nicht so gesehen haben. Ne? So, ich muss mal an unser Inventar schauen. Okay, wir finden uns so ein bisschen Holz. Können wir noch verbrennen. So.
probiere es mal hier auf die Insel. Ich weiß nicht, ob mich hier einer beißen will von denen, aber sollte es so sein, dann ist es so. Okay, wir schauen nochmal bei den Talenten. Wir hatten also jetzt... Oh no. No! Alter. Okay, der Speer ist effektiver, habe ich den Eindruck. Schnell verbinden. Okay, was essen? So, Maximum. Okay. Gut, sieht gut aus. Nein, jetzt ist meine Klinge kaputt, oder? Oh, bitte nicht. Wo hab ich denn das hingeworfen? Wo ist denn das Messer hin? Ist das Messer davon geflogen? Oh, ich war wahnsinnig. Ich brauche hier einen Stein. Ein Wahnsinn. Hier kriegst du die Krise in dem Spiel. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Irgendwo habe ich es hingeschmissen. War so wie immer weg. Hier sind nochmal Bären. Den nehmen wir. Und das ist Mais. Ja. Okay. Gut, ich würde sagen... Ich nehme mal hier die Axt noch raus, hier die Pike. Und wir nehmen auch mal Knochen mit. Warum? Weil wir Knochenpfeile auch machen können. Ja, da kriegen wir ziemlich viel raus aus dem Guten hier, ne? Ich sehe nichts. Okay. Da wollte ich mir die Insel angucken, jetzt war es weg. Da wollte ich mir die Insel da drüben angucken. Da sagt er, nö du, das ist meine Insel. Und wir schauen uns trotzdem mal an. Ja, wie gesagt, ne? Ja, die können ja schwimmen, die kommen hier drauf. Aber muss ja trotzdem nichts heißen, ne? Ich müsste hier genau Schwefel sein. Ja, sieht so eigentlich ganz gut aus. Okay, da drüben ist unsere komische Behausung. Aha. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben ziemlich viel verbraucht, ne? Würde ich sagen, nehmen wir das einfach mit als Reserve. Das andere haben wir leider alles verloren. Was sehr schade ist. Nur klar. Oh ne, der kommt von vorne.
toll. Ach, weißt du was? Den habe ich nie gesehen, den habe ich wirklich nie gesehen. Hier, der steckt da was im Kopf. Und Wolfi kommt gleich dazu. Ne, der wäre der Nächste gewesen, ne? Jetzt hocken die bei uns hier vor der Tür. Na gut, das kann ich mir machen, das ist nie das Problem. Unser Bett ist weg. Aha. Okay, da müssen wir Reparaturwerkzeug bauen. Unser Bett hat sich aufgelöst. Durch den Sturm. Also es nimmt beim Sturm dann immer Schaden. Okay, soweit sind wir nicht entfernt. Das ist schon mal zumindest was. Kann man hier eigentlich was abbauen? Nee, ne? Nee. Also ich glaube auch, dass das Gerät verschwindet, denn unsere Originalkapsel steht da drüben. Das ist sowieso eine Art Noteinstieg, würde ich sagen. Und ja. Na, jetzt hängt das Spiel. Oh oh, er kommt nicht hinterher. Okay. Na gut. Okay, damit soll es das erstmal für die Folge gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage auf bald. Ciao, ciao.